Einen herzlichen schönen Abend euch. Ja, cool, dass ihr noch da seid. Ja, ich mache heute den Abschluss mit dem Libre Workspace. Ja, ganz kurz, was das ist, schauen wir uns gleich an. Zu meiner Person. Ich bin Jean-Frédéric Vogelbacher, studiere gerade Informatik zu Ende. Ja, was ist mit dem Mikrofon? Ja, kann sein. Ich hoffe, das ist okay. Dann sag ansonsten nochmal Bescheid. Ich studiere gerade im Master in der Informatik zu Ende und habe einen YouTube-Kanal unter anderem. Und wir haben tatsächlich letzte Woche die 50.000 Abonnenten geknackt, worüber ich natürlich sehr stolz bin. Und in der Serveradministration bin ich circa seit 2020 unterwegs und verfolge das jetzt immer mehr, sage ich einfach mal. Ja. Und wenn wir uns die aktuelle Open Source und freie Softwarelandschaft anschauen, finden wir immer wieder die gleichen Probleme. Zum einen ist es teilweise sehr, sehr schwer für neue Unternehmen oder Anwender eben mit freier Software in Kontakt zu kommen, vor allen Dingen diese dann auch zu nutzen, weil teilweise die Zugänglichkeit sehr, sehr, sehr erschwert ist. Siehe man solche Projekte wie Mailman oder sowas an, dann hat man da ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und die Organisation oder Personen sind dann auch überfordert. Ja, es gibt eine Menge an Software. Wie betreiben wir diese Software? Ja, wir brauchen natürlich noch irgendjemand, der sich kümmert. Und dann müssen wir uns auch noch um irgendwelche Sachen Gedanken machen. Ja, wie machen wir Backups und so weiter und so fort. Ja, und da setze ich mit dem Libre Workspace an. Am Ende ist das ein Konzept, ein Serverkonzept, den man mit wenigen Klicks installieren kann und betreiben kann, der unter anderem Cloud-Funktionen anbietet, kann seine Dateien teilen, Groupware-Funktionen, also Meetings, Chats und so weiter, Online-Office aber das tatsächlich auch nochmal, ich sag mal, so eine Grundlage, die man immer braucht, das soll auch so ein bisschen darauf abzielen, dass es eine Alternative zu Google Workspace oder Microsoft 365 ist. Und dann aber zusätzlich noch mit der Option, das Ganze relativ einfach zu erweitern. Das heißt, am Ende bildet Libre Workspace meist eine gute Grundlage, auf der man dann auch nochmal aufbauen kann, wenn man möchte. Wenn man es so behält, hat man eigentlich quasi einen MS-360-Klon. Ja. Wie kann man das Ganze betreiben? Das Ganze kann man zum einen in der Cloud betreiben, zu Hause betreiben. Es gibt eine eigene Distribution in Anführungszeichen. Das ist am Ende einfach nur ein verändertes Debian-Image. Das heißt, ja, man hat eine ISO-Datei, kann das Ganze mal installieren, wie ein normales Linux. Oder man kann es auch auf bestehende Server draufziehen. Das ist dann Debian, das ist eher der Fokus, sage ich mal. Aber auch Ubuntu wird auch noch unterstützt. Backups werden automatisiert gemacht. Da werden von Haus aus, in Anführungszeichen, dann drei Optionen angeboten. Auf einem anderen Linux-Server, auf eine Synology, haben wir tatsächlich auch relativ viele. Und natürlich auch irgendwo in die Cloud. Und endgerätemäßig ist natürlich auch alles dabei, was man braucht, von Windows über Smartphones bis hin zu natürlich Linux. Ja, was sind die Grundlagen, was für Software verwenden wir? Der ein oder andere wird sich das wahrscheinlich schon gedacht haben, was da im Hintergrund eventuell zum Vorschein kommt. Zum einen natürlich ein Debian. Für eine zentrale Nutzerverwaltung, dass man das eben nur einmal überall verwalten kann, haben wir für Samba DC gegriffen, Jitsi für Meetings, Borg für Backups, eine Portal-Software, die ich selber geschrieben habe, für die ganze Administration, dass das ein bisschen einfacher ist und dass man, ich sag mal, so einen Überblick hat. Dann eben nochmal Nextcloud für das ganze Dateimanagement und teilweise auch Groupware-Funktionen. Matrix einmal für Chats und Collabora für Online-Office. Das sind aber, ist nur eine Standardkonfiguration, kann man auch je nachdem nach Belieben anpassen. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal an Trockenzeit. Wir schauen uns das Ding einfach mal in Action an. Da habe ich euch das mal mitgebracht. Das ist jetzt so eine Startseite, das Portal in Anführungszeichen. Dort kann man verschiedene Links am Ende hinterlegen, kann da so viele Links auch konfigurieren, wie man möchte, auch eigene Webseiten und so weiter, eigene Dienste von außerhalb. Am Ende ist es eigentlich nur dazu da, einen Überblick zu geben und ja, alleine das hilft dann doch schon einigen Nutzern weiter. Ja. Das Herzstück natürlich neben Nextcloud, Element und Jitsi,
Nebenbei, hat jemand von diesen Anwendungen noch nichts gehört? Dann einmal kurz die Hand heben. Ne? Okay, ja, ein paar Leute. Gehe ich ganz, ganz kurz durch. Nextcloud bietet am Ende eigentlich eine Dropbox-Alternative oder Google Drive-Alternative. Man hat seine Dateien, kann sie in gemeinsamen Gruppen im Team verwalten. Man kann Links teilen, das anderen per E-Mail schicken. Man kann Dateien hochladen lassen. Und ja, es bietet eigentlich wirklich genau so eine Alternative. Wir können auch mal beispielsweise in ein Dokument reingehen, können das natürlich auch online bearbeiten, auch mehrere Leute gleichzeitig online bearbeiten. Und das, ja, genau, funktioniert eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt. Und das Ganze mit DocX-Dateien über OnlyOffice dann, oder wenn man mehr ODT-Dateien verwendet, dann mit Collabora Online. Jetzt die Instanz, die hat jetzt mal OnlyOffice. Das heißt, man kann auch immer mal wieder verschiedene, ja, Optionen dann wählen. Zusätzlich dazu ist natürlich einmal, ja, ein Kalender für das Online-Office, kann Leute darüber einladen und so weiter. Also eigentlich alle Funktionen, die man hat. Ich bin im falschen Account drin, dann hätten wir noch ein paar Einträge gesehen. Aber ich glaube, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, was das Ding ungefähr kann. In der Regel eigentlich alle Sachen, die jede Kalendersoftware unterstützt. Das Coole ist auch, man kann das automatisch auch über sein Handy synchronisieren, über eigentlich alle Endgeräte, und kann das damit ganz normal in seinen Arbeitsalltag integrieren. Genauso mit den Kontakten kann man auch beispielsweise Adressbücher erstellen, die man dann im Unternehmen oder in der Familie oder sowas dann gemeinsam teilt in Gruppen. Das heißt, dann muss man da auch nicht mehr so viel machen, hilft auch manchmal sehr. Und dann natürlich noch solche Sachen wie beispielsweise, ja, ganz schnell Notizen zu erstellen. Die kann man natürlich auch wieder mit anderen teilen. Ist ganz normal im Markdown-Format gehalten, wem das was sagt. Ansonsten kann man hier auch diese klassischen, sehr, sehr einfachen Formatierungen wählen. Ja. Was zum Projektmanagement gibt es auch. Das ist das gute Deck. Ich glaube, ich melde mich jetzt doch nochmal an als der andere Nutzer. Gesundheit nebenbei. So, schauen wir mal. Da sind wir. Da sehen wir auch ein bisschen was. Genau, klassisches Trello-Board-Alternative, denke ich mal. Sehr, sehr hilfreich. Nichts unbedingt Großartiges, aber es reicht. Man kann Sachen zuweisen, man kann Kommentare da drin dann schreiben. Wir können da auch nochmal in die Ansicht gehen. Man kann Dateien anhängen und so weiter und so fort. Das ist da alles ziemlich integrativ drinnen. Dann nochmal, ja, das ist eine angepasste Nextcloud-Instanz, also eigentlich Vanilla, nur nochmal ein paar andere Add-ons hinzugefügt. Collectives oder Kollektive, dadurch kann man dann kleine Wikis sozusagen erstellen, die man dann natürlich mit anderen teilen kann. Ist auch nichts anderes als Dokumentation, Aufgabenmanagement, ganz klar. Genau, lässt sich eigentlich ziemlich gut mit den Endgeräten jeweils synchronisieren über CardDAV, CalDAV. Es gibt auch eine eigene Nextcloud-App. Das heißt, am Ende kann ich auf einem Linux-Rechner irgendeine Datei bearbeiten, setze mich in den Zug und kann dann, wenn mein Nextcloud-Client auf dem Rechner das hochsynchronisiert hat, direkt über das Handy dann mir Dateien weiter ansehen, bis hin sogar zu kleinen Bearbeitungen auch nochmal vornehmen. Genau. Element an sich ist eine Chat-Alternative, sowas wie, ich weiß nicht, Slack, kennen vielleicht ein paar von euch, Discord, Rocket-Chat oder sowas, genau. Ist eben auch Open Source, basiert auf dem Matrix-Protokoll, beziehungsweise nutzt das Matrix-Protokoll dahinter. Das ist ein dezentrales Netzwerk, wodurch man sich auch mit anderen Domänen, wenn man möchte, untereinander verbinden kann. Das Ganze geht natürlich auch über das zentrale Nutzermanagement. Das heißt, man muss einmal den Nutzer managen und dann läuft das. Genauso mit Jitsi, ist für Online-Meetings super praktisch. Bis zu 30 Leuten im Meeting, würde ich sagen, ist es kein Problem, solange nicht alle die Kamera anhaben. Und dann läuft das auch soweit. Genau, dann gibt es noch ein paar Add-ons. Da habe ich jetzt hier beispielsweise mal in dieser Instanz ein paar installiert. Nochmal? Fragen am Ende oder fünf Fragen? Eine kurze Frage, sehr gerne auch jetzt. Weil du gerade sagtest, bis 30 Personen. Das passt, ist nur für die Aufnahme. Du hörst dich nicht selber. Weil du gerade sagtest, bis 30 Personen skaliert das problemlos. Gibt es da Möglichkeiten, das zu erweitern, wenn ich jetzt irgendwie 100, 200 oder 300 User habe? Oder muss ich dann? Da ist Jitsi dann die falsche Wahl. Also Jitsi funktioniert so, dass der Server die Streams nur verteilt und der Webbrowser
von der sich das anschaut, der tut die dann alle konvertieren. Deswegen ist da dann das Problem. Das funktioniert, wenn einer zu vielen sprechen möchte, super. Wenn viele aber in Anführungszeichen gleichzeitig sich Sachen hin und her senden, dann sind die Browser überfordert. Genau, das ist so ein bisschen die Sache. Wenn man da dann nochmal mehr skalieren möchte, dann BigBlueButton beispielsweise ist da, glaube ich, die bessere Lösung dafür. Aber für einfache Team-Calls, Meetings und so weiter ist Jitsi perfekt, wirklich. Mit Umfragen und so weiter. Alles cool. Ja, das sind jetzt alles Softwareprojekte, die wahrscheinlich viele von euch kennen und was jetzt erstmal nicht so spektakulär ist. Im Hintergrund arbeitet aber ja, das Verwaltungsportal, sage ich mal, öffnen wir den Kollegen einfach mal. Und dort hat man dann verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Zum einen eine sehr, sehr einfache Benutzeradministration. Können wir mal drauf gehen, neuen Benutzer hinzufügen, Benutzername, Passwort und so weiter. Die wichtigsten Sachen, nicht zu viel. Das ist noch relativ einfach gehalten, reicht aber für die meisten Anwendungsfälle schon. Dann geht es zur Gruppenverwaltung. Das heißt, wir können verschiedene Gruppen erstellen, die jeweiligen Nutzern zuweisen. Und das wird dann auch über die anderen Clients hinweg synchronisiert, sage ich mal. Und damit kann man dann auch Gruppenordner beispielsweise direkt unter Nextcloud hinzufügen. Ist sogar direkt eine Funktion mit drin. Das heißt, ja, da wurde versucht auch schon ein bisschen dem Administrator ein paar Sachen abzunehmen. Vor allem repetitive Aufgaben sind da schon mit drin. Dann gibt es einen Datenimport und Export. Das ist vor allem für On-Premise-Instanzen gedacht. Wenn man mal 2-3 Terabyte hat, kann man die Platte einfach an den Server anstecken, kann das einhängen und sagen, okay, importiere mir das bitte jetzt oder exportiere mir bitte alle Daten da drauf, dass man da einfach nochmal vielleicht zusätzliche Sicherungen mit erstellen kann oder natürlich Dateien importieren kann. Ist nicht spektakulär, funktioniert aber genauso, wie man es haben möchte. Kann Nextcloud-Benutzer auswählen, da wird dann neuer Ordner erstellt und dann kann man das in der Nextcloud weiter handhaben. Genau, dann Datei-Explorer ist wirklich nicht wild, wollten ein paar Leute haben, mal zu sehen, was für Dateien sind eigentlich auf dem System drauf, nichts Spannendes. Dann die Systemverwaltung gibt so einen groben Rundumüberschlag, was das System gerade macht, wie es dem System gerade geht, Prozessorlast, Arbeitsspeicher, wie lange läuft das Ding, wie sieht es mit der Aktualisierung aus, wie sieht es mit der Festplattenbelegung aus. Dort haben wir verschiedene Instanzen, wo die Festplatten direkt physisch vor Ort sind, aber auch häufig in Production, dass wir über Netzlaufwerke das sozusagen dann erweitern und das wird da eigentlich auch problemlos angezeigt. Man hat eine sehr, sehr einfache Steuerung mit dem Starten und dem Stoppen aller Dienste. Das Starten und Stoppen aller Dienste wird dafür verwendet, um täglich Backups zu erstellen. Jetzt ist die Frage, ein Server, der fährt jeden Tag einmal runter. Die Sache ist, der Anwendungsfall für Libre Workspace beschäftigt sich hauptsächlich für Privatpersonen und kleine und mittelständische Unternehmen. Da, bis jetzt hat es immer funktioniert, dass man irgendwo am Tag 10 Minuten findet, meistens nachts 2-3 Uhr, dass man dann doch mal den Server für 10 Minuten kurz runterfahren kann, in Anführungszeichen in einen Modus versetzen kann, dass alle Datenbanken nicht mehr laufen, alle anderen Services nicht mehr laufen. Sowas wie MySQL dann wird natürlich auch verwendet, noch dazu zusätzlich, sodass man dann einen konsistenten Stand hat, der dann vollautomatisiert jeden Tag per Borg irgendwo hingesichert wird. Wichtig, irgendwo anders hin, wo nicht der Server steht, egal ob es ein eigener Rechner ist, ob es eine alte Synology ist, das haben wir tatsächlich super, super häufig in der Anwendung oder natürlich auch einfach super easy in den Cloud verschlüsselt. Genau. Was auch schön ist, man kann die Backups auch selber grafisch zurück oder wiederholen. Das heißt, man braucht dann nicht einen Administrator, der bindet dann einem das gewisse Borg-Repo ein, sondern man kann hier das einfach einbinden lassen. Wir können uns die Backups ansehen, wiederherstellen, sehen unsere Punkte. Natürlich werden mehrere Backups zur Verfügung in verschiedenen Versionen gestellt. In der Standardkonfiguration geht das bis auf ein Jahr zurück. Das ist DSVGO-mäßig noch so halbwegs okay, aber da fragt ihr am besten nochmal euren Juristen des Vertrauens nach. Und je nachdem kann man dann dort Dateien auswählen und dann eben auch ganze Ordner, Dateien oder sowas wiederherstellen. Nebenbei dahinter laufen dann auch nochmal Prozesse ab, die dann beispielsweise, wenn es in der Nextcloud ist, dann auch die Nextcloud triggern, hey, da haben sich Dateien geändert, du musst nochmal neu synchronisieren. Das wurde natürlich auch darauf geachtet, dass man da eigentlich einen schönen Flow hat und den Leuten auch sagen kann, oder auch euch natürlich, hey, ihr braucht dann nicht unbedingt dann große Administrationskenntnisse, um selber auch gewisse einfache Aufgaben zu übernehmen.
Weiter geht es mit Updates, ist ganz klar. Das Ganze läuft vollautomatisiert in verschiedenen Modulen. Man kann das ein- und ausstellen, kann das auch entweder jetzt triggern, läuft sonst auch immer automatisiert jeden Tag. Ist, denke ich, keine große Sache, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da auf dem aktuellsten Stand bleibt. So, in der Systemkonfiguration, das Ding schickt dir automatisch E-Mails, wenn ein Service down ist, wenn ein Backup fehlgeschlagen ist und so weiter, ganz klar. Und wir haben auch nochmal diese Erweiterbarkeit, da bin ich noch gar nicht so groß drauf eingegangen. Ein großer Fokus des Libre Workspace ist, eine gewisse Modularität zu geben. Wir bieten eine relativ geringe Basis, sage ich mal, die aber, ich sag mal, sehr groß skaliert werden kann. Und eben auch man eigentlich jedes Modul, also wir hatten bis jetzt noch keinen Fall, wo wir gesagt haben, nee, das kriegen wir da nicht drauf, wo man dann wirklich ja, modular die Sachen dann installieren kann, deinstallieren kann und so weiter. Und zu den Add-ons kommen wir auch gleich nochmal. Nebenbei, die Installation, schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an, sind drei Seiten. Man definiert ein Passwort, definiert, welche Module möchte ich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jitsi nicht brauche, klar, dann wähle ich es ab. Oder man kann das später natürlich auch nochmal dann auswählen und die Online-Office-Module auch wechseln. Da geht leider nur eines gleichzeitig, also entweder OnlyOffice oder Collabora online. Genau. Eine kurze Frage. Ja. Lizenzen für OnlyOffice braucht man ja auch Lizenzen und beziehungsweise für Collabora Office ja auch, ne? Also das sind die Community-Lizenzen, ne, die okay. Da mit drin sind. Also da ist jetzt keine Premium- oder keine Pro-Software mit drin. Wir gehen da mit den Community-Versionen mit rein. Wenn man da dann nochmal Pro-Versionen haben, haben wir tatsächlich bei ein paar, dann muss man da natürlich nochmal eine andere Version nehmen. Aber so standardmäßig, das ist auch ganz, ganz wichtig, beim Libre Workspace wird versucht, überall auf wirklich freie Software zu setzen. Beispielsweise Rocket Chat ist jetzt mittlerweile rausgeflogen, weil die dann doch Richtung Lizenzierung einfach unbequem werden, sagen wir es einfach mal so, und einfach, es hat meiner Ansicht nach nicht mehr viel mit freier Software zu tun. Von daher, ist das standardmäßig, ist auch eines der Konzepte, dass das alles komplett freie Software ist. Auch das Portal nebenbei, alles, was ich euch heute zeige, alles Open Source unter der GPL, jetzt in dem Fall das Portal. Ich meine, Lizenzen schließen ja freie Software in dem Sinne ja nicht aus. Also das ist ja dann nicht so, dass das dann plötzlich Closed Source ist, nur weil es eine Lizenz kostet, es wirken wahrscheinlich Updates und gewisse Features, die dann da mit drin sind. Dann, ne? Ich weiß gar nicht, worauf Sie hinaus möchten. Nee, ich meine nur, da kann man das dann sozusagen lizenzieren, jetzt OnlyOffice zum Beispiel, innerhalb dieses Libre Workspace, oder muss man denn das komplett extra laufen lassen? Da muss man dann Hand anlegen, aber es geht natürlich innerhalb des Libre Workspaces. Ne? Also es gibt jetzt keine grafische Oberfläche, wo ich einen Code einfügen kann oder einen Lizenzschlüssel und dann holt er mir die Pro-Version, das nicht. Aber klar, kann man das im Hintergrund auswechseln, das ist ziemlich modular aufgebaut, ist eine Sache von 20 Minuten wahrscheinlich. Alles klar, danke. Genau, dann wäre es das für den LibreWorkspace-Modul. Naja, wie fügen wir neue Module hinzu? Dafür gibt es die Add-on-Funktion. Das sind am Ende ja, ganz einfache ZIP-Dateien. Ich habe jetzt hier mal das WordPress-Add-on mit hinzugefügt. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Add-on hinzufügen, eine ZIP-Datei. Gehe ich mal in die Downloads. Irgendwo wird das WordPress sein. Na, finde ich nicht. Ich glaube, das ist bei der Programmierung. Aber am Ende eine ganz einfache ZIP-Datei. Wir packen die gleich nochmal aus. Zeige ich euch nochmal gleich. Kann man hochladen und dann hat man das einfach als Modul nochmal mit drin und dann kann man super einfach, wir gehen mal in die Verwaltung, das Ganze dann installieren. Zack, sage ich installieren. Macht er jetzt, das dauert je nachdem ein bisschen und dann sehen wir gleich in wenigen Minuten, wahrscheinlich ein paar Sekunden, dass das dann installiert wurde und dass wir dann einfach eine neue Instanz diesbezüglich haben. Und das funktioniert mit vielen, vielen weiteren Anwendungen. Viele weitere Anwendungen sind da schon als Add-on, ich sag mal, gebaut worden, beispielsweise NocoDB, Rustesk, Dollybar, ERP Next und so weiter, kann man mit einem Klick dann hinzufügen. Es ist auch später, komme ich auch nochmal dazu, ein öffentliches Add-on-Repository geplant, wo man dann relativ einfach, was dann da auch integriert sein soll, dann super einfach dann ja auch nochmal zusätzliche Module mit reinsetzen kann. Also da sehen wir auch nochmal, LibreWorkspace konzentriert sich
vor allen Dingen auf eine stabile Grundlage, aber auf eine gute Erweiterbarkeit und auch ganz, ganz wichtig, dass nirgendwo groß Magie passiert. Das sind alles sehr, sehr einfache Bash-Skripts, zeige ich euch gleich mal. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von selbstdokumentierenden, Deployments. Und genau das ist eigentlich auch eines der großen Konzepte dahinter. Dann gibt es natürlich nochmal solche Sachen wie automatischer Neustart. In der Regel starten die meistens einmal in der Woche durch, kann man aber natürlich auch konfigurieren, wie man möchte. Und so weiter und so fort. Aber auch OpenID Connect, also ein Single Sign-On-Funktion, ist jetzt auch schon mit vorhanden. Das wird jetzt demnächst auch auf die vorhandenen Module ausgerollt, aber es funktioniert jetzt auch schon in verschiedenen Produktivinstanzen, sodass man quasi sich einmal nur anmelden muss, also wie eine ganz normale, wie das Microsoft-Login oder das Google-Login, bekommt man ja auch immer auf die gleiche Login-Page und genauso ist es mit dem Libre Workspace. Und das wird Q1 2025 dann mit drinnen sein, auch vorkonfiguriert bei allen Modulen. Jetzt ist schon die Funktionalität vorhanden, kann man auch schon seine eigenen Module anschließen oder die vorhandenen Module auch schon so konfigurieren. Genau, dann auch nochmal ein Self-Service für die Nutzer. Das heißt, sie können ihre Profileinstellungen verändern, sie können aber auch ihr Passwort selber zurücksetzen, wenn sie es vergessen haben, oder natürlich auch Passwort ändern. Solche ganz, ganz einfachen Sachen, dass der Administrator da ein bisschen weniger Arbeit hat. Genau, das ist soweit erstmal das Portal. Wir sehen nebenbei, ja, WordPress wurde fertig installiert. Kann ich einfach mal drauf gehen und dann finden wir hier die Einrichtungsassistenten und dann läuft das soweit. Genau, zu WordPress ist tatsächlich auch nochmal mehr Funktionalität langfristig geplant, weil es nur ein sehr, sehr einfaches Beispiel, wie gesagt, funktioniert in viel, vielen anderen Anwendungen, auch direkt out of the box. Genau. Jetzt schauen wir uns nochmal die Hintergründe darauf an. Wie sieht das im Hintergrund aus? Dafür muss ich nur nochmal die Präsentation starten. Da haben wir es. Ich glaube, das haben wir schon alles gesagt. Aber ja, hier vielleicht nochmal schriftlich, für den, der es sich vielleicht auch nochmal anschaut. Ich schaue auch, dass ich die Folien in die Vortragsbeschreibung hier von den Keylogs mit reinpacke. Ja, da kommen wir nochmal ganz kurz zu den Add-ons an sich. Ein Add-on ist relativ einfach aufgebaut. Wir haben eigentlich drei Bash-Skripte, die man braucht, die ausgeführt werden. Einmal eine Setup-SH, eine Update und eine Remove. Reicht eigentlich erstmal. Und dann nochmal, wenn man möchte, zusätzliche Skripts mit Update Environment. Das heißt, wenn man die Domäne ändert oder die IP-Adresse oder das Masterpasswort oder sowas, kann man, wenn man möchte, auch das Modul dann dementsprechend dann aktualisieren lassen, dass sich das dann da auch nochmal verschiedene Variablen dann mitzieht. Es sind insgesamt vier Variablen, die eigentlich für die Installation benötigt werden. Das ist die IP-Adresse des Servers, das ist die das Administrator-Passwort, das Master-Passwort. Komme ich noch auf die anderen? LDAP, die LDAP-Domäne sozusagen, wie die LDAP-Domäne heißt, und die Domain an sich, ne? Also unter welcher Domain das dann später erreichbar ist. Und diese vier Variablen und diese drei Skripts reichen eigentlich schon aus, komplette Module mit aufzuziehen. Und dabei hat man tatsächlich eigentlich eine komplette Freiheit, wie man das macht in dem Skript. Also es gibt Module, die installieren das Barebone oder es gibt auch Module, die installieren das dann beispielsweise über Docker. Ne? MariaDB ist natürlich auch verfügbar. Und der Webserver dahinter ist ein Caddy. Ich muss sagen, ich selber bin ja noch gar nicht so lange in der Administration tätig. Und Apache und Nginx muss man sich mal damit beschäftigen, habe ich aber für mich noch nicht so richtig zu lieben gelernt. Anstatt dessen Caddy bringt uns beispielsweise auch automatisiert HTTPS-Zertifikate mit über Let's Encrypt, muss man nichts machen, macht er fast automatisch, kann man aber auch, wenn man möchte, auch nochmal so konfigurieren, dass er eigene TLS-Zertifikate nimmt und so weiter, ist alles möglich. Und somit bieten wir eigentlich mit diesen, ich sag mal, Komponenten ein einfaches LAMP-Stack, sage ich mal, plus Docker, und Webserver und zentrale Nutzeradministration. SSO bzw. OpenID Connect ist jetzt noch gar nicht mit drin. Kann man damit eigentlich schon fast alle Module nochmal zusätzlich relativ einfach mit anbinden. Genau. Wie kann man loslegen? Das Ganze funktioniert in der Cloud oder zu Hause.
auf neuen Servern oder wie gesagt auch auf den bestehenden Servern. Also ich glaube die Hälfte, na nicht ganz die Hälfte mittlerweile, aber ein Drittel vielleicht, wurde auf den bestehenden Server umgezogen, weil am Anfang ist das Projekt eigentlich daher entstanden, dass ich das für verschiedene Kunden gemacht habe und gemerkt habe, so, also ich habe meine Skripts gehabt, aber erstens, die wollen das irgendwie mal selber so ein bisschen sehen, die wollen das selber administrieren können, die wollen sich da nicht komplett hilflos sozusagen fühlen, sodass ich dann eigentlich die bestehenden Konfigurationen einfach nur die Portalsoftware sozusagen drauf installiert habe. Die hat zwei Module, einmal den Webserver und einmal einen Cronjob in Anführungszeichen, der sich um automatisierte Updates, Backups, um das Monitoring kümmert und so weiter. Und diese beiden Komponenten kann man dann nochmal dazu installieren und dann ist es eigentlich egal, was für zusätzliche Module man dann nochmal reinzieht. Genau. Wie sieht die Zukunft aus? Direkt jetzt demnächst wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit in der Anmeldung mit reinkommen. Es sind zwar schon solche Sachen wie Brute-Force-Attacken, wird schon gegengearbeitet, aber die Zwei-Faktor-Authentifizierung fehlt tatsächlich noch beim Libre-Workspace, das kommt dann noch mit rein und im Zuge dazu natürlich dann auch das Single-Sign-On auf den verschiedenen bestehenden Modulen. Dann kommt tatsächlich auch nochmal das Client-Management mit rein, das heißt, man kann verschiedene Linux-Rechner, hauptsächlich Linux-Rechner tatsächlich erstmal dann an die Domäne anschließen, hat dann auch seine synchronisierten Nutzer und dann eben auch nochmal weitere Vorteile. Eventuell auch schon mal Einrichtungsskripts oder Hilfen, dass man dann beispielsweise die Nextcloud-Dateien relativ einfach auf dem Desktop einbinden kann. Das gibt es nämlich so bis jetzt auch noch nicht. Dann ansonsten auch ein ziemlich cooles Thema, Linux Cloud Desktop im Browser habe ich es genannt. Also am Ende kann man dann im Browser einfach auf seinen Linux-Desktop zugreifen. Das läuft dann auf dem Libre Workspace. Dahinter läuft dann, ja, ich sag mal, wirklich ein Desktop auf dem Server nochmal mit einem lokalen RDP-Server, was dann über, Guacamole und einen Tunnel dann, ich sag mal, rausgezogen wird. Dann, wie gesagt, schon vorhin ein Add-on-Repository, das heißt, dass man, ja, da auch die Community ihre Add-ons dann hochladen kann, mehr Anpassungsmöglichkeiten. Bis jetzt ist das Portal relativ starr. Man kann natürlich auch eigene Kacheln hin und her schieben oder hinzufügen auch nochmal zusätzlich. Aber das Branding kann man dann auch entfernen oder ändern auf das eigene Unternehmen oder wie man das haben möchte. Und tatsächlich auch nochmal, ich sag mal, mehr dieses SharePoint-Feature, was es gerade gibt, dass man da auch Webseiten erstellen kann, das dann in Kombination mit WordPress und dass man da auch relativ einfach mehrere WordPress-Instanzen erstellen kann, da auch ein bisschen mehr konfigurieren kann und da auch nochmal eine Vorab-Konfiguration, die sinnvoll ist, mit WordPress mitliefert, dass man da quasi direkt mit dem Bauen der Webseite dann anfangen kann, ist vielleicht für größere Unternehmen eventuell gar nicht so schlecht. Genau, das wäre es soweit dazu. Dann bin ich eigentlich schon durch. Gibt es Fragen? Ja. Wozu eigentlich Jitsi? Warum nicht Nextcloud Talk? Nextcloud Talk hat einfach nicht in den Test überzeugt. Also Jitsi lief stabiler. Nextcloud Talk hat einige Funktionen nicht. Man kann beispielsweise keine einzelnen Mitglieder in der Lautstärke ändern. Ist einfach abgespeckter und hat in den Tests mehr Ressourcen verbraucht, lief schlechter und von daher haben wir da uns ganz groß für Jitsi entschieden. Wir haben auch ein paar Instanzen, die gesagt haben, nee, wir wollen trotzdem Nextcloud Talk, kein Problem, kann man ja nochmal draufziehen. Für den großen Produktiveinsatz ist einfach Jitsi ein bisschen leichtgewichtiger, würde ich sagen. Ich finde es auch schade, dass sich Nextcloud manchmal so ein bisschen auch verliert in dem Funktionsumfang, den sie liefern wollen. Ich finde vor allem bei Nextcloud dieses Dateimanagement super und ich würde mir wünschen, dass sie das vielleicht noch mal ein bisschen mehr fokussieren und sich dann nicht noch mal auf 30 Nebenprojekte konzentrieren. Aber genau, von daher, ja, ich finde Spreed oder Talk da noch nicht so super. Habt ihr da
Habt ihr Erfahrungsberichte, bis wie viele User also Nextcloud Talk stabil läuft und wann ihr sagt, G2 läuft generell besser? Oder ist das eine allgemeine Aussage? Weil ihr sagt, einige Kunden wollen trotzdem Nextcloud Talk. Also die Kunden, die Nextcloud Talk nutzen, die verwenden nicht diese Videotelefonie. Die wollen nur ein bisschen chatten und vielleicht mal eine Datei schicken. Dass das jemand wirklich produktiv das Talk nutzt, jetzt im LibreWorkspace-Umfeld, haben wir, glaube ich, nicht. Die nutzen dann eigentlich alle Jitsi. Okay. Für 1:1 oder auch bis zu 3-4 Leuten ist es ganz gut, aber schon bei 4-5 Leuten ich nutze es teilweise manchmal in manchen Gruppen, das Problem, dass sich manche Leute einfach nicht hören, dass irgendwelche Streams miteinander abbrechen und das. Und das war das Problem, was du sagst, dass der Client quasi die ganzen Informationen von allen Teilnehmern kriegt und selber das auspacken muss. Bei Spreed funktioniert es ein bisschen, bei Nextcloud Talk funktioniert es ein bisschen anders. Ja. Das weiß ich tatsächlich nicht im Detail. Bei Jitsi wäre es so der Fall. Und die größere skalierende Variante, sagtest du vorhin schon, da wollte ich nicht so ganz dezidiert nachfragen, BigBlueButton oder so? BigBlueButton, ja. Möglich zu integrieren? BigBlueButton wäre möglich zu integrieren, ist kein Problem. Haben wir bis jetzt noch nirgendwo, weil es bis jetzt noch nicht gebraucht wird, aber beispielsweise die Chemnitzer Linux-Tage oder auch die Keylux haben vor allen Dingen in den Hybrid-Veranstaltungen, auch als Corona in der Hochzeit war, ich glaube bis zu 300, 400 Leute dann in einem Raum gehabt, die dann virtuell dazugehört haben. Funktioniert gut, aber das ist dann One-To 300, also es ist kein Meeting mit 40 Leuten, wo irgendwie alle reden dann. Nochmal? Ach, das auch? Ja, genau. Okay, auch BDX. Ja, genau. Genau, also BigBlueButton ist eigentlich auch die Software für Schulen, digitalen Unterricht. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Projekts. Ich finde das sehr vielversprechend interessant. Ich werde das auch mal ausprobieren zu Hause. Meine Frage wäre, ob es Bestrebungen gibt, diese freie Software, die ja dann unter GPL oder ähnlichen Lizenzen steht, die Softwareverwaltung von anderen großen Distributionen im Linux-Bereich zu integrieren. Ich weiß nicht, Red Hat-basierte Distributionen oder OpenSUSE, Arch Linux. Also das heißt, dass man LibreWorkspace auf OpenSUSE laufen lassen kann? Servern, also ist nicht direkt im Fokus bis jetzt. Ist nicht direkt im Fokus bis jetzt. Es ist tatsächlich auch so geplant, dass diese Add-on-Funktionalität über ein APT-Repository läuft. Das heißt, dass wir uns da eigentlich mit dieser ganzen Versionsverwaltung und so weiter ich versuche so wenig wie möglich selber zu programmieren, also selber zu entwickeln, weil es ja schon teilweise sehr, sehr gute Lösungen gibt und dann kann ich mich wieder um die wichtigen Sachen kümmern sozusagen. Von daher versuche ich eigentlich die ganze Zeit auf die Kernelemente, also zu schauen, welche freie Softwareprojekte haben eine gewisse Kernfunktion, auf die ich wirklich setzen kann, womit ich das sogar nochmal vereinfachen kann. Das ist auch nochmal ganz groß. Ich möchte nicht nochmal so einen riesen Monolith oder sowas programmieren, wo ich alles neu mache. Denn das ist ja auch nochmal, kommt ja mit riesigen Rattenschwänzen mit her. Von daher wird versucht, so gut wie möglich auf die vorhandene Open Source Software zu setzen, die aber auch wirklich, ich sag mal, frei ist, wo man sich auch wirklich darauf verlassen kann, dass sie in 10 Jahren immer noch existiert. In gewisser Weise und man noch gut nutzen kann. Ja. Ansonsten wäre es das soweit gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurzer Shoutout. Es gibt ein Forum, dort könnt ihr sehr, sehr gerne euch mit anmelden und mitdiskutieren oder auch die Webseite oder auch eine Dokumentation. Ich habe auch eine YouTube-Serie dazu gemacht, wie man das Ganze aufsetzt in verschiedenen Umgebungen, beispielsweise wie man das zu Hause für sich aufsetzt. Und das dann über die Fritzbox beispielsweise dann von außen erreichbar macht. Oder man kann das nebenbei auch komplett intern betreiben, wenn man es nicht von außen haben möchte. Habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? Sodass man da eigentlich die Freiheit hat, wie man sie braucht. Von daher schaut da gerne mal auch vorbei. Ist alles auf der Webseite verlinkt. Genau.